Willkommen zurück, liebe Freunde, bei The Witcher mit mir, der Mr. Sick. Vielen Dank fürs Einschalten und wir reden gar nicht lange, sondern gehen durchs Portal, denn wir müssen noch auf die andere Seite der Kloaken gehen und uns da durch das Rudelbumsen, wollte ich gerade sagen, aber durch in das Versteck der Salamandra höchstwahrscheinlich. Ach, guck an, die ich es auch wieder mit am Start. Wer hätte es gedacht? Da ist er down. So, die Zähne nehmen wir auf jeden Fall noch mit, falls ich das überhaupt mitnehmen kann. Ja, kann ich. Ich weiß nicht, warum ich jedes Mal in die Truhen reingucke, aber... könnte ja sein, dass da noch was drin ist. Jetzt habe ich mich kurz erschrocken. Wie war denn das jetzt hier raus? Da vorne lang. Genau, da müssen wir hin. Transferpunkt, Ort der Macht. Genau, da müssen wir hin. Okay. Ich habe mir zwar den Weg jetzt nicht gemerkt, aber ist ja egal. Denn wir haben rausgefunden in der letzten Folge, dass die Salamandra sich da drinnen verstecken, beziehungsweise da, wo so ein Drogenumschlagplatz ist. Und dem wollen wir natürlich irgendwie Einhalt gebieten, gebieten. Und ja. Okay, gucken. Scheiße, anmachen. Na, geht mir nicht auf den Sack. So, rechts rum, dann wieder gleich links. Ach, wie viele. So, kommt ihr uns hier noch hinterher? Das juckt, hätte die gar nicht gejuckt, ne? Aus der Entfernung. Hm. Alright. So, hier sind wir bei unseren alten Freunden. Die sollten sie uns durchlassen. Habt ihr nicht gehört? Raus! Angus meinte, ich könnte hier ein bisschen Fistech abgreifen. Seit wann hat er denn Freunde wie euch? Nennt mir das Passwort, sonst schnüren wir euch die Eier zu einem serikanischen Knoten zusammen. Passwort, Fistech, Samantha, nee, Dorn ist es. Dorn. Tretet ein, aber macht keine Dummheiten. Und bestellt Angus einen Gruß. Werde ich Sag machen. Angus, ich will mein ich Gold. Mir anders überlege. Kannst dich selber bedanken. Wahrscheinlich irgendwo auf dem Friedhof wird da jetzt demnächst zu finden sein. Gut, geht rein, aber macht keinen Ärger. Wie viel Fistech wollt ihr denn? 1 Pfund. Wir lassen euch wissen, wenn es fertig ist. Geht zu den Chemikern am Ende des Flurs, letzte Tür links. Macht ihnen Dampf, dann kriegt ihr eure Ware schneller. Wo ist der Boss? Unterwegs. Er überwacht die Transporte. Hab ihn zuletzt vor einem Monat gesehen. Mhm, okay. Neueintrag, Ort Kloaken. Mr. Meuchler. Ganz schön viele Meuchler, die hier sind. Schwarzpulver, lassen wir mal liegen, brauchen wir nicht. Okay. Meuchler, Ort betreten, Gruft. Wo müssen wir denn direkt hin? Geradeaus zum Ende des Ganges. Ah, wir wollen uns natürlich vorher ein bisschen umgucken. Alter Falter, ey. Also sollten wir hier auffliegen, gibt es auf jeden Fall ordentliches Geschmetzel und Geschnetzel. Kleines Schränkchen, wir gucken uns natürlich alles mal an. Denn das Klauen, das interessiert hier nämlich gar keinen. Wäre blöd, wenn wir es nicht machen, sozusagen. Bisschen Gold. Finde ich auch ziemlich lustig, dass sie manchmal das auch selber in dem Spiel unterscheiden zwischen Gold und Orange. Wir behalten euch im Auge. Verschwendet. Ja, ja. Ich will dich doch noch beklauen. Ach scheiße, habe ich vergessen, bei dem Händler den Dolch zu verkaufen. So, geradeaus, da und
Andere Seite. Eieieiei. Okay, hier ist nichts. Wir müssen natürlich alles irgendwie erforschen. Wir müssen ja wissen, wo wir uns hier drinnen bewegen. Ah ja, schaut mal an. Ausbildungshalle. Interessant. Da kommen wir wahrscheinlich hin zu unserem Ziel oder da. Ach Mensch. So viele Wege und ich weiß nicht wohin mit mir. Andere Abzeichen, sehr gut. Salpeter und Dingens. Käse, Käse. Ich mag zwar Käse, aber den nehmen wir jetzt noch nicht mit. Schön, dass ich hier Orange hier rumliegen. Gefällt mir das Schwert, kann das was? Ne. So, da. Okay. Da sind die Chemiker. Aber zu denen sollen wir nicht, Salamandra-Schlupfwinkel. Okay, schon mal umgucken. Chefchemiker. Ich schlafe nicht, ich arbeite, wirklich. Ich bin nicht hier, um euch zu kontrollieren. Bitte sag denen nicht, dass ich geschlafen habe, die würden mich schlagen. Keine Sorge, ich werde niemandem etwas sagen. Danke, nehmt das. Es ist ein Rezept. Ich fand es unter ihren Papieren. Okay, Petris Wundertrankformel. Gucken wir uns gleich mal an, was das ist. Weinweißessig. Vitrol ist gut. Fünfte Essenz. Okay. Chemiker, Chemiker. Jetzt gucken wir uns mal die Formel noch an. Verstärkte Intensivität aller Zeichen. Okay, ist an sich nicht verkehrt, ne? Kurz mal wieder Ordnung hier reinbringen. Schwalbe können wir hier oben reinlegen. Das brauchen wir auch nicht wirklich da. Gut, gut, gut. So, jetzt machen wir auf jeden Fall mal noch ein Save rein. Nicht, dass das hier gleich abgeht wie sonst was. Meuchler, Meuchlerkiste. Okay. Okay, schon schwitzige Hände. Da müssen wir auf jeden Fall hin und wahrscheinlich werden wir jetzt gleich ordentlich auffliegen. Bewegung. Außer uns darf hier niemand rein. Ich mach ganz schnell. Geh einfach rein. Schau mir das Zeug. Schlüssel zu den Klagen unter dem Händlerviertel. Sehr interessant. Brief an von Gellert bin Bleimhain. Sorgfältig versiegelter Brief. Ich sollte mit Jeffros sprechen, okay. Unser Lager im Sumpf arbeitet nicht effizient genug. Wir erhalten nicht genügend Kräuter, um eine kontinuierliche Produktion von Fistech zu gewährleisten. Das muss sich schnellstens ändern. Es wäre am besten, wenn wir mehr Leute dort arbeiten ließen. Dort jetzt zu den, doch jetzt zu den anderen Dingen. Okay. Oh, okay. Das dachte ich mir jetzt schon fast, dass es jetzt hier hart auf die Schnauze gibt. Mit dem ein bisschen doof, weil wir nicht wirklich, nicht wirklich vorbereitet sind darauf. Aber vielleicht schaffen wir das ja doch noch.
Ihr wagt es, die Salamandra herauszufordern? Ja. Dann bleibt ehrlich gesagt nichts anderes übrig. Okay, scheiße. Hätten wir beinahe geschafft. Aber nur beinahe. Okay. Dann wissen wir es ja jetzt. Jetzt haben wir uns noch so einen Donnertrank, so einen Schwalbentrank rein. Und Schwalbentrank? Da. Schwalbentrank und was können wir uns denn noch? Achso, wir könnten noch ein bisschen was auf unsere Schwerter legen. Habe ich denn überhaupt? Achso, nee, Quatsch, ich habe ja noch die Rune da drauflegen. Da braucht man das noch nicht. Ritual der Magie, Voodoo-Stein. So eine Schwalbe. Haben wir hier. Einmal. Und einmal. Einmal, wo haben wir das denn? Wildkauz, den brauchen wir auch noch. So, denn der Wildkauz ist natürlich ganz gut dafür, dass die Energie schnell Bewegung. Außer uns darf hier niemand rein. Regeneriert wird. Alter. Alter, wie viele da kommen. Oh shit, ey. Okay, das lief schlechter als der Versuch vorher. Wenn man ganz ehrlich ist. Ich finde es aber auch manchmal mit dem Kampf. Okay, vielleicht stelle ich mich auch zu dämlich. Also entweder stelle ich mich zu dämlich an, ich weiß es nicht so richtig. Denn ich finde es manchmal ziemlich krass, wenn die alle um einen drum herum stehen. Kriegt man das auch schwer hin, wenn ich ehrlich bin. Da auf alle so drauf zu achten und Außer uns darf hier niemand rein. Und alle zu erwischen. Also ich kann ja hier auf alles transferieren gehen. Okay, jetzt zum Beispiel wäre so eine Möglichkeit gewesen. Wahrscheinlich, um auf alle mal ordentlich einzuschlagen. Aber der tut jetzt wieder gerade nichts. Für ein finisher Move. Alter, wie krass war der denn? Sterbt, Bastard! Okay. Merke, wir sollten Magie und so weiter und so fort öfters und mehr verwenden. Das hat es auf jeden Fall gerade sehr, sehr gut gebracht. Weil die alle da gestunt waren und so weiter und so fort. Das war echt gut. Qualitativ hoch. Gut für Alter, wie viel Zeugs die haben. Gänseschmalz ist gut. Alter. Falter, ey. Bärenfett ist auch gut. Entschuldigung, wenn ich es gerade schon wieder so aufstoße. Fisch. Das ist natürlich jetzt überhaupt nicht schwer, hier irgendwie Überblick zu behalten, wer hier was droppen hat und was nicht. Das ist eine scheiß Arbeit, ey. So, den haben wir. Ach, keine Ahnung, irgendwie. Ich habe immer nur Angst dann halt, dass wir irgendwas übersehen bei den Leuten, wenn ich ehrlich bin.
So, tja, welchen Weg sollte ich jetzt rausgehen? Sollte ich jetzt den Weg rausgehen, den wir... Oder, also werden die uns jetzt alle angreifen? Ja, wahrscheinlich, oder? Könnte eigentlich rein theoretisch gesehen gleich auch alles clearen. Das sind irgendwie auch EP-Punkte ja für uns. Wenn man ehrlich ist. Ja, wir werden es jetzt alles clearen. Macht ja irgendwie Sinn. Nehmt das! Ihr wagt es, die Salamander herauszufordern? Ja, wage ich. Jetzt kommt wieder der geile Move, Alter. Guckt euch das mal an. Zack, Kopfkürzer. Sehr gut. Die haben davon noch nichts mitgekriegt. Wie viele Soldaten, Fusel und Zeugs die da haben. Finde ich gut. Ah. Nehmt das. Ich glaube, ich bin teilweise in den Kämpfen auch noch viel zu statisch. Ich könnte mich wahrscheinlich viel mehr gut irgendwo hin bewegen oder drumherum bewegen, statt die ganze Zeit rumzustehen und einen nach dem anderen irgendwie abzuschlachten. So, den Hundeteig nehmen wir mit. Okay. Wir sind jetzt im Glück irgendwie eine Sorte von Banditen. Das sind alles Meuchler und nicht irgendwie so Meuchler und was Gott, was für andere, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Okay. So, der hat Bärenfett, sehr gut. Der hat wieder nichts. Da kommt jetzt nochmal so ein Meuchler. Nee, ich glaube, es trifft nicht ganz auf uns drauf zu, mein Lieber. Wie geil dieser Move ist, ey. Scheiße, die waren dann. So. Ausdauer sieht gut aus. Ja, wie gesagt, ich renne, ich klappe jetzt alle ab und schlachte die jetzt alle ab. Das macht ja irgendwie am meisten Sinn. Dann haben wir die Bude ja gleich ausgehoben und wir wollten ja eh noch gegen, also... Geralt will ja eh gegen diese Salamandra vorgehen. Von daher. Nehmt das! Ach, wieso hatten der jetzt auch noch schon Half-Life? Hattet ihr das? Da hat er doch weniger HP als die anderen gehabt, oder? Oder? Hat mich das jetzt gerade nur getäuscht? Ihr wagt es, die Salamandra herauszufordern? Ja, ich wage es. Ich glaube auch nicht, dass du in der Position bist, um mich aufzuhalten. Okay. Boah, den habe ich auch noch nicht gesehen. Mit den Runen und so das Ganze drumherum, das macht echt das Schwert optisch tausendmal geiler. Ich freue mich auch gerade, dass ein bisschen mehr Action wieder da ist, so in dem Spiel. War ja sonst nur so ein bisschen ruhiger geworden um das Spiel drumherum. Weil die halt viel geredet haben und so. Umso geiler, dass es jetzt halt ein bisschen mehr abgeht. Und die lassen echt viel Alkohol droppen.
Das ist gut. Fett sowieso. Ich verliere bloß den Überblick, wo wir wen was gekillt haben. Und, ja. Wir wollen zumindest einen Bruchteil von dem einsammeln, was wir hier, was hier liegen lassen, dann ist ja schon gut. So. Überreste. Überreste. Okay, so, hier. Sind hier alle down? Ihr kleinen Pussys, ihr seid hier alle down. So, jetzt gehen wir noch links hier ran. In den Raum. Und klären das Gebiet. Hier war keiner. Gucken, ob die Chemiker, ob die uns jetzt auch angreifen. Ne, hier ging es ja nicht rüber. Genau, hinten in den Gang ging es dahin. Da ging es rüber zu den anderen Gebieten. Greifen die mich an? Greifen die mich an? Greifen mich nicht an. Okay. Kann man denen jetzt sagen, dass alles gut ist? Ich will schlafen. Okay. Kann man nicht. Schade. Dann haben wir sozusagen alle Salamandra aus diesem Lager fertig gemacht. Und ich frage mich, diesen Schlüssel, den wir jetzt dazu bekommen haben, ob der derjenige ist, bei diesem Tor und den Kloaken rauszukommen. Ich weiß es nicht. Guck mal, hier sind auch überall Tote. Wieso denn das? Wieso sind denn hier überall Tote? Huch, was hat denn der hier noch gehabt? Zwergenbrand. Cool, hatten wir auch noch nicht. Wieso hatten der jetzt hier alle abgeschlachtet? Bleibt wachsam. Wie langweilig. Bleibt wachsam. Na komm. Komischer Typ, kann ich den jetzt angreifen noch, wenn ich das möchte? Kann ich auch, okay. Kurios, warum sind denn da jetzt hier gerade alle tot gewesen? Checkt das einer von euch? Gut, dann raus aus den Kloaken. Ah ne, raus aus dem Versteck, rein in die Kloaken, sozusagen. Naja. Gute Arbeit, Hexer. Ein paar Leute sind gestorben, aber darüber sehe ich hinweg. Notwehr. Gut gemacht. Ohne ihresgleichen ist die Gemeinde besser dran. Und jetzt wieder zum Geschäft. Wo versteckt sich der Hersteller des Fistech? Gellert ist dafür verantwortlich. Schön. Ich werde Beweise und Drogen sicherstellen. Ja, na klar. Wahrscheinlich auch noch auf die Nützlichkeit hin drauf hintesten. Nur zum Wohle der Allgemeinheit. Sehr selbstverständlich. Ausgezeichneter Plan. Vielleicht sollte ich einfach alle töten, die mit dem Fistech-Handel zu tun haben. Oder ich informiere Vincent, dass ihr Waren beschlagnahmt. Was habt ihr für ein Problem? Ihr habt doch, was ihr wolltet. Das ist auch der einzige Grund, warum ich überhaupt noch mit euch rede. Aber erteilt mir keine Befehle mehr. Ist das klar? Wie Kloßbrühe. Aber wir müssen uns noch um Gellert kümmern. Fistech, mach dein Gehirn weich. Ich erledige das. Der Typ das. Ist echt Macht Arsch. Euch bereit, Geralt. Macht Richtige euch um Krakur. Mich keine Sorgen. Ich habe meine Tränke. Genau, die haben wir. Gut, Leute. Da sind wir durch für diese Folge. 100 Euro haben wir gerade mal gekriegt. Jetzt muss ich den Boss der Salamandra-Zelle zur Strecke bringen. Gellerts Brief enthält sicherlich noch weitere Informationen. Ja, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei bei einer neuen Folge The Witcher. Mit mir, der Mr. Sick. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.